Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Nachdem wir jetzt im letzten Beitrag uns die allgemeine Lösung der homogenen Wechselgleichung mit der homogenen Wellengleichung mit Anfangsbedingungen angeschaut haben, werden wir uns heute nochmal mit zwei ganz zentralen Größen beschäftigen, nämlich mit Energie und Impuls der elektromagnetischen Welle. Das wird relativ schnell gehen, weil wir tatsächlich das alles im Wesentlichen schon vorbereitet haben und im Grunde genommen nur in die Formeln einsetzen müssen. Wir werden aber am Ende darauf stoßen, dass wir durch die Betrachtung von Energie und Impuls einen Ausblick bekommen auf die Zusammenhänge der klassischen Feldtheorie mit anderen Theorien und auf diese Art und Weise auch so ein bisschen über den Tellerrand des Ganzen hinausschauen. Gut, wir fangen also an mit der Energiedichte. Und ich habe schon gesagt, wir betrachten hierbei ebene Wellen, die hier nochmal hingeschrieben sind, so wie wir das bisher kennen. Und natürlich wissen wir, dass über die Verkopplung der Maxwell-Gleichungen E und B nicht unabhängig voneinander sind. Das heißt, wir können beispielsweise B durch E ausdrücken über eine Beziehung, wie sie hier steht. Hier kommt nochmal zum Ausdruck, dass E, B und K ein orthogonales Rechtssystem bilden. Auch die Beträge, Beträge der Amplituden von E und B hängen zusammen, und zwar über 1 durch Vc Quadrat, und Vc war die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Ebenenwelle in dem entsprechenden Medium. Das ist 1 durch Wurzel Epsilon mal μ. Und bei ebenen Wellen ist es ja so, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium auch gleich der Phasengeschwindigkeit ist. Und die Phasengeschwindigkeit ist Omega durch K, sodass wir diese Beziehung hier auch haben. Und im Abschnitt über beliebig veränderliche Felder und dort das Kapitel über die Energieerhaltung, dort haben wir den komplexen Poynting'schen Satz eingeführt bei harmonischer Zeitabhängigkeit und in dem Zusammenhang auch die Energiedichte kennengelernt, genauer gesagt die mittlere Energiedichte, weil bei harmonischen Größen nimmt man dann eben den Mittelwert über eine Periodendauer. Und diese mittlere Energiedichte teilt sich auf in einen elektrischen Anteil und in einen magnetischen Anteil und ist insgesamt eben so gegeben, dass es 1/4 mal der Realteil von H0 mal B0 Stern plus E0 mal D0 Stern ist. Und wir können uns die im Fall der elektromagnetischen Welle natürlich jetzt problemlos die Einzelanteile anschauen. Wir sehen, dass der elektrische Anteil dann eben nur 1/4 Realteil E mal D Sternchen ist. Und über die Materialbeziehung von E und D können wir das auch ausdrücken als 1/4 Epsilon mal E0 Betrag zum Quadrat. Ganz ähnlich sieht das für den magnetischen Anteil aus. Da bekommt man eben zunächst mal einen Ausdruck 1/4 mal 1 durch μ B0 Quadrat. Und wegen der Verknüpfung von E0 Quadrat und B0 Quadrat über letztendlich 1 durch Wurzel Epsilon μ kann man das zusammenführen und eben auch ausdrücken durch E0 Quadrat und stellt dann fest, dass elektrischer und magnetischer Anteil der Welle den gleichen Anteil an Energiedichte oder an Energie enthalten, und somit können wir auch die elektromagnetische Energie im Mittel einfach als das Doppelte dieser Einzelbeiträge schreiben, also entweder als 1/2 Epsilon mal E0 Quadrat oder als 1/2 1 durch μ B0 Quadrat.
Ja, kommen wir zur Energieflussdichte oder auch der Poynting'sche Vektor. Auch den hatten wir in dem schon angesprochenen Kapitel kennengelernt. Und er ist hier nochmal hingeschrieben. Er ist im Allgemeinen also ein halb mal der Realteil von E0 Kreuz H0 Stern. Und das H0 können wir natürlich umschreiben auf ein B0. Da kommt ein Faktor 1 durch μ rein. Und das B mit der Beziehung der letzten Seite wieder auf E. Da bekommen wir dann nochmal einen Faktor 1 durch Omega und dann eben K Kreuz E0. Und der Stern kommt von dem H0 Stern. Ja, jetzt haben wir hier ein doppeltes Kreuzprodukt. Das können wir aber auflösen. Das gibt also K mal das Skalarprodukt von E0 und E0 Stern. Das ist nichts anderes als K mal E0 Quadrat. Und zum Zweiten bekommen wir noch einen Beitrag E0 Sternchen mal E0 Skalar multipliziert mit K. Das ist dieser Teil hier, der wird davon abgezogen. Ja, jetzt erinnern wir uns daran, wir haben es ja mit einer ebenen Welle zu tun. Eine ebene Welle ist eine TEM-Welle, das heißt insbesondere E ist transversal zur Ausbreitungsrichtung K, also ist E0 Skalar multipliziert mit K. Null, sodass dieser zweite Beitrag hier einfach wegfällt. 1 durch Omega hier vorne können wir über die bekannten Beziehungen auch über Wurzel Epsilon Mu und K ausdrücken. Das ist hier nochmal hingeschrieben, sodass wir dann verschiedene Arten bekommen, wie wir den Poynting-Vektor, also die Energieflussdichte, hinschreiben können. Einmal als ein halb Wurzel Epsilon μ E0 Quadrat K-Vektor durch K, was ja nichts anderes ist als Einheitsvektor in K-Richtung. Und das können wir auch ausdrücken als Phasengeschwindigkeit. Genauso könnten Sie auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium und auch die Gruppengeschwindigkeit nehmen, weil alle diese drei Geschwindigkeiten sind bei ebenen Wellen ja identisch. Also Geschwindigkeit mal mittlere elektromagnetische Energiedichte und das einfach in Ausbreitungsrichtung K. Und im Beitrag über Kugelwellen haben wir auch die Wellenimpedanz Z eingeführt. Das ist nämlich gerade hier vorne dieser Faktor Wurzel Epsilon durch μ. Beziehungsweise das ist 1 durch Z. Und wenn wir das einsetzen, bekommen wir auch diese Beziehung, die wieder so ein bisschen erinnert an das, was wir vielleicht in Grundlagenelektrotechnik gelernt haben. Hier steht ja dann sowas wie U Quadrat durch Gesamtwiderstand und das eine halb. Naja, das hängt einfach damit zusammen, dass wir hier eben ja Amplituden betrachten und keine Effektivwerte. Also eine Formel, die wieder ganz ähnlich aussieht wie in den Grundlagen. Insbesondere sehen wir aber vielleicht am besten an dieser Form hier, dass wir hier einen Energietransport haben, eine Energieflussdichte mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit in Richtung der Ausbreitungsrichtung. Die Energie wird also entlang der Ausbreitungsrichtung der Welle mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit der ebenen Welle transportiert. Gut, kommen wir als nächstes zum Impuls bzw. zur Impulsdichte. Die haben wir eingeführt im Beitrag beliebig veränderliche Felder Impulserhaltung. Und dort hatten wir gesehen, dass die elektromagnetische Impulsdichte PVEM gegeben ist als Epsilon mal μ mal der Poynting-Vektor. Sie erinnern sich daran, wir hatten damals schon gesagt, das ist die zweite Bedeutung, die dem Poynting-Vektor zukommt. Er ist nicht nur bei der Energieerhaltung im Poynting'schen Satz, eigentlich in Form von Divergenz S,
enthalten, sondern hier und dann auch in der Impulserhaltung nochmal selber als Pointing Vector enthalten. Ja, und jetzt können wir das natürlich entsprechend umschreiben. Wir wissen, was der Pointing-Vektor ist. Der ist hier nochmal hingeschrieben. Epsilon mal μ können wir auch schreiben als 1 durch Ausbreitungsgeschwindigkeit zum Quadrat. Und wenn wir wieder uns zugute machen, dass diese Geschwindigkeiten ja hier in Wirklichkeit gleich sind, können wir das rauskürzen und schreiben als 1 durch Vc. Elektromagnetische Energiedichte in Ausbreitungsrichtung der Welle. Also auch der Impuls wird in Ausbreitungsrichtung der Welle übertragen. Ich hatte es damals beim Impuls des Feldes schon gesagt, das ist für den einen oder anderen vielleicht immer noch so ein bisschen überraschend, dass das elektromagnetische Feld einen Impuls hat. Aber hier steht es nochmal ganz explizit, wie er sich eben im Falle einer elektromagnetischen Welle berechnet. Und diese Beziehung ist tatsächlich wirklich extrem fundamental. Und das wird klar, wenn man ein wenig spezielle Relativitätstheorie gemacht hat. Und im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie, da findet man nämlich eine sehr allgemeine Energieimpulsgleichung für das Vakuum. Für das Vakuum, also für den Fall Vc gleich der Lichtgeschwindigkeit. Und diese allgemeine Energieimpulsgleichung, die schreibt sich so: Energie zum Quadrat minus Lichtgeschwindigkeit Quadrat, Impuls zum Quadrat ist gleich Masse Quadrat mal Lichtgeschwindigkeit hoch 4. Am bekanntesten ist diese Gleichung wahrscheinlich im Falle der ruhenden Masse. Dann ist nämlich der Impuls 0. Dann kann man die Wurzel ziehen auf beiden Seiten und dann bleibt einfach die Beziehung übrig. W, also Energie, ist gleich mc Quadrat. Diese Gleichung, meistens geschrieben als E gleich mc Quadrat, die wird häufig angeführt als die bekannteste physikalische Gleichung der Welt. Und es ist sicherlich eine extrem bedeutende physikalische Gleichung, wobei ich sagen würde, dass die allgemeine Beziehung natürlich bedeutender ist als dieser Spezialfall der ruhenden Masse. Und man kann aber natürlich genauso, wie man sagen kann, die als Spezialfall die ruhende Masse betrachtet, kann man natürlich auch den Spezialfall betrachten, was ist denn, wenn das Partikel, das Teilchen keine Masse hätte, also ein masseloses Teilchen, auch wenn das vielleicht schwer vorzustellen ist, kann man das ja machen. Und für masselose Teilchen ergibt sich ja hier eine Beziehung W gleich C mal P. Und wenn Sie hier die Geschwindigkeit auf die andere Seite bringen, dann sehen Sie, dass das genau die Beziehung ist, die wir hier oben hatten. Hier als Dichte hingeschrieben, hier als integrale Beziehung. Aber ansonsten ist das vollkommen identisch, diese Beziehung. Das heißt, wenn man das zusammenbringen will, die beiden Beziehungen, und ich hatte ja ein paar Mal schon gesagt, die elektromagnetische Feldtheorie ist eine relativistische Theorie. Sie ist sogar schon eine relativistische Theorie gewesen, bevor man überhaupt wusste, dass es sowas wie spezielle Relativitätstheorie gibt, weil sie älter ist als die spezielle Relativitätstheorie. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, Einstein hat die spezielle Relativitätstheorie entwickelt, um scheinbare Widersprüche in der klassischen Feldtheorie zu lösen. Das erste Paper zur speziellen Relativitätstheorie, da geht es tatsächlich um bewegte Ladungen. Von daher gehören diese beiden Gleichungen wirklich aufs Engste zusammen. Und naja, dass das zusammenpasst, wenn man ein masseloses Teilchen hätte, das führt uns tatsächlich dann auf den Welle-Teilchen-Dualismus, wo man einer Energieeinheit einer Welle tatsächlich ein masseloses Teilchen zuordnet. Das ist dann das sogenannte Photon.
Und jetzt könnte man sagen, naja, ist das denn, muss man das machen? Ist das überhaupt notwendig, dass man ein solches Photon einführt? Naja, man hat tatsächlich noch keine bessere Lösung gefunden als den Welle-Teilchen-Dualismus, weil es gibt Effekte. Der bekannteste ist sicherlich der photoelektrische Effekt, den man im Wellenbild einfach nicht erklären kann. Photoelektrischer Effekt heißt, Sie nehmen eine Metallplatte und bestrahlen die mit einem elektromagnetischen Feld. Und dann sehen Sie, dass ab einer bestimmten Frequenz, und das heißt dann im Bild der Photonen ab einer bestimmten Energie, Elektronen aus dem Glas, aus der Metallplatte rausgelöst werden, vorher aber nicht. Und im Wellenbild würde man verstehen, wenn es von der Intensität der Welle, also von der Amplitude der Welle abhängt, wann ein Elektron rausgelöst werden kann oder nicht. Aber im Wellenbild kann man nicht erklären, warum das von der Frequenz abhängig ist. Und das kann man aber wiederum sehr schön im Bild, im Teilchenbild des Lichtes machen, weil man dann dem Photon eine Energie zuordnen kann, die proportional zur Frequenz ist. Also Welle-Teilchen-Dualismus, Dualismus ist eine Sache, auf die wir hier gestoßen werden. Und der photoelektrische Effekt, da führen wir eben tatsächlich ein Quant ein. Das Photon ist nichts anderes als das Quant der elektromagnetischen Welle. Das führt uns also letztendlich dann eben auch in die Quantenmechanik. Der photoelektrische Effekt ist auch eigentlich der Ausgangspunkt für die Quantenmechanik gewesen. Und bei der Quantenmechanik stellt man aber leider fest, sie ist nicht Lorentz-invariant, sie ist nicht kompatibel mit der speziellen Relativitätstheorie. Was wiederum dazu führt, dass man relativistische Quantenfeldtheorien gesucht und auch gefunden hat. Und die Analogie zur klassischen Feldtheorie ist dann eben die Quantenelektrodynamik, die kompatibel ist mit der Quantenmechanik und auch eine experimentell gut bestätigte Theorie für die elektromagnetische Wellenwechselwirkung darstellt. Also mit der Quantenfeldtheorie haben wir eine gute Theorie der elektromagnetischen Wechselwirkung, die dann auch eine Quantentheorie ist und die auch Lorentz-invariant ist. Also Sie sehen an dieser Stelle, dass uns die Betrachtung von Energie und Impuls, obwohl es einfach nur das Einsetzen in ein paar Formeln war, konzeptionell hier tatsächlich noch mal ein ganzes Stückchen weiterbringt. Und deswegen wollte ich das auch gerne in einen eigenen Beitrag packen. Gut, aber das soll es jetzt eben dann für diesen Beitrag auch gewesen sein, sodass wir zum Ende kommen. Und wie immer danke ich Ihnen natürlich für Ihre Aufmerksamkeit und verweise Sie auf die Webseite für weitere Informationen. Besten Dank, bis zum nächsten Mal.